Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Drakensang 2 am Fluss der Zeit, beziehungsweise Hammerbergsches Zauntor der Zeit. Oh, ein Ork, den habe ich ja gar nicht gesehen. Bootsork Zutar. Hi. Zurück, Fremdling. Du willst Dorf verlassen? Nein, ich will mit dir reden, dann, weil ich soll ja einen Gefallen tun für deinen Chef, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, bist du etwa der Ork, der Bootsmann bei Soremann ist? Ich muss zu dir, wenn ich mit ihm reden will, oder? Zutar, mächtiger Bootsork von Kapitän Eisenschmeck. Du sehr viel Vorsicht. Einmal sagen Schwarzpelz zu mich und ich dich knack mache. Alles klar, Schwarzpelz. Ich möchte deinen Helm haben. Soremann, ich brauche seine Fürsprache. Kannst du mir helfen? Gurwohl, Schlaukopf. Ich pass auf, dass Kapitän nicht gestört wird. Wohl red. Wie kann ich dich überzeugen, mich zum Kapitän vorzulassen? Haha, du klug genug, komm, wenn Arbeit da sein. Holst Barukas wie hier Rotpelz niedrige, sind weg. Können immer neue fangen, aber will knack machen, damit andere lernen nicht abhauen. Ich werde deine Arbeiter wiederbringen. Was? Was redest du da? Ich verstehe kein Wort. Will knack machen, Anführer von Abhauern. Dann andere Rotpelz wissen, nicht gut bekommen, weglaufen. Bring mich, Anführer von Abhauern. Dann ich dich lassen zu Eisenschmeck. Kaya. Ich bin da genau der richtige Mann. Hört sich gemein an, aber ich mache es. Was, ich soll einen Rotpelz, einen Goblin jagen? Das ist nicht dein Ernst. Katwa. Und du gehst schnell zu Süden. Schon geschickt, Soremann. Also du besser schnell, wenn du willst reden mit Kapitän. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir nach Süden gehen. Des Weiteren sollen wir uns beeilen, damit seine Männer uns nicht zuvorkommen. Wirklich bizarr, diese Sprache. Danke, Jakon, aber das habe ich auch selbst verstanden. Wieder Rotpelz. Eins blöder als anderes. Eins blöder? Ich? Die Stimme, Alter! Sorry, aber die Zeit habe ich noch. Sonst bekommen Strafe vom Bootsort. Oh, das erinnert mich an diesen einen... Boah, was war das nochmal? Den Drakensang 1 Etalon da, dieses Vieh. Mit dem Rätsel und so und dem Spiel. Oh, dieser Wichtel da. Gurrock. Richtig. Gleich Prügel für Goblinwicht. Eins blöder? Ich? Genau. Wo ist denn jetzt der Süden? Sag doch mal. Werkbank. Talaria? Ne, Kapitän Rumpo. Ja. Muss ich mich da wirklich beeilen? Schon erledigt. Ich meine, so viel Zeit habe ich ja noch. Ach, die hätte ja auch ein bisschen mehr dabei haben können. Also, ganz ehrlich. Nüsse, altes Brötchen, so. Wulfen, zack, zack. Zahl sagen, Appell. Ach, ist das lustig. Eins! So, liebe Kinder, dann zählen wir einmal durch und schauen, ob alle da sind. Schwer, diesem Ork gedanklich zu folgen. Wie konnte der Kerl Bootsmann bei Soremann werden? Vielleicht hat er keine besseren Männer oder er hat nur eins! Ah, oh, wie süß. Die müssen doch hier irgendwo sein, oder? Da ist ein hohler Baumstumpf. Gut. Kriege ich ein bisschen Ulmenholz, was ich sowieso nicht gebrauche. Wow. Ich freue mich. Und ich habe noch kein einziges Piraten-Diebes-Gedöns-Emblem gefunden. Selbst bei dem ganzen Taschendiebstahl, das kann doch nicht sein. Da gehen wir später ja noch hoch und da vorne sind schon die Männer. Haben die Goblins gefunden? Hast du einen Goblin gesehen, der abgehauen ist? Wenn ja, dann rate ich dir, rück raus mit der Sprache. Anscheinend nicht. Ich habe keinen Goblin gesehen. Wenn du einen siehst, bring ihn zu mir, verstanden? Verstanden. Ich bin doch nicht dein Bursche. Ja, wie gesagt, wir sollten keinen Ärger hier machen. Goblins zu suchen ist etwa genauso spannend wie Pilze suchen. Oder Einbären suchen.
wie gesagt, keinen Ärger machen. Ach, das war neulich doch schon mal so. Da, wo die komische Magierin kam, da wolltest du mir auch nicht zuhören. Ich stopf dir gleich mal deinen Mund mit meiner Faust, dann bist du wenigstens still. Na und? Da beiß ich rein. Wenn du weiterhin so laut bist, finden wir den Rotpelz nie. Ich will aber die Belohnung haben. Na und? Ich will reden. Und ich will suchen. Ach, gegen Reden hätte ich auch nichts einzuwenden. Was nun schon wieder? Ich will erst wieder was hören, wenn du einen von diesen miesen Rotpelzen dabei hast. Alles klar. Ich sag euch dann Bescheid, wenn ich ihn gefunden habe. Aber so wie es aussieht, hat er damit nur gemeint, wir sollen uns beeilen, weil sonst der andere Suchtrupp die findet. Und, da können wir uns ja Zeit lassen, ne? Ist es nicht so, keine Ahnung, dass wir uns beeilen sollen, damit wir noch schnell mit dem Typen quatschen können, mit diesem Eisenschmeck war es, glaube ich. Deswegen kehren wir erstmal wieder ins Dorf zurück und erkunden hier den oberen Teil. Und gehen dann demnächst auch in die Taverne, was bestimmt ein bisschen dauern kann. Bis wir da dann mit allen durch sind, da sind ja bestimmt mehrere Leute. Und welche Magierin hat denn der gerade gemeint? Fällt mir jetzt niemand auf Anhieb ein. Irgendeine besondere Person, also kann auch sein, dass er das einfach nur so gesagt hat und es keine Relevanz hat. Hey, euch kenne ich doch. Erinnert ihr euch an mich? Bei Hakensang gab's Zoff mit Becherbeißer. Und ich bin jetzt bei Donnerfaust. Muss weiter. Wir sehen uns. Jo, hau rein. Und hoffentlich die Leute nicht auf dich. Warte. Junge. Gut. Taschendiebstahl. Ich sehe den ja bei Donnerfaust wahrscheinlich. Der ist mir zu schnell. Da renne ich jetzt nicht hinterher. Kann ich die Katze eigentlich rein zufällig? Nein, schade. Hier geht's zum Steuerrad. Das ist wahrscheinlich die Taverne, oder? Steuerrad. Oder ist es... Da ist noch ein Fass. Na gut, da sehen wir ja später irgendwann. Was ist das denn? Kampfhunde, okay. Ach, guck mal hier, die Schneegeräusche. Ach, cool. Wahrscheinlich der Rat der Kapitäne drin, oder? Kommen wir ja später nochmal reingehen. Hi! Du darfst ruhig meine Werkbank benutzen. Tut jeder hier. Boah, das ist aber nett von dir. Ohne irgendwas zu bezahlen, das ist ja ungewöhnlich. Vielen Dank. Werde ich gerne machen. Irgendwann später. Wenn ich es mal brauche. Ah, und da sind wir schon hier oben. Kommen wir ganz kurz die Grabsteine lesen. Hi. Ich grüße den Grabstein auch noch. Diese Grabinschrift ist unleserlich. Nur das Boronsrad ist noch nicht verwittert. Ganz genau, noch nicht. Boron gebe ihm ewigen Schlaf. Wird gemacht. Hoffentlich kein weiteres Rätsel hier mit irgendwelchen Boronsrädern und so. Orod von der oberen Gasse. Boron verzeih, doch das einzig Noble war seine Herkunft. Bleichmohn brauche ich nicht. Werde ich eh nie benutzen. Diese Grabinschrift ist unleserlich. Natürlich. Was habe ich auch erwartet? Ich mach. Das hatten wir gerade eben schon, ne? Ja. Hier ist noch mehr Bleichmohn. Jaja. Das weiß ja. Was ist das denn da hinten? Ist das ein Reh oder so? Kampfhund? Keine Ahnung. Kann ich nicht anvisieren. Egal. Dann wird es schon nicht so wichtig sein. Dann. So viele Häuser gibt es ja eigentlich nicht mehr. Dann gehen wir halt mal in das Steuerrad. Vielleicht ist es ja doch die Kneipe. Und der Piratenrat hat halt einfach irgendeinen extra Raum oder so angemietet. Kann ja sein. Der Piratenrat. Piratenrat im Steuerrad. Finde ich schön. Ach, ist das wunderschön hier. Und warum? Willst du mir nicht kurz Gesellschaft leisten? Es trinkt sich in Gesellschaft. Ich hab mich auch schon gefragt. Leider ist die Kneipe voll. Diese Geschichte mit Filiasson. Der Inseln im Leben, von denen kein Seefahrer vorher je was gehört hat. Mich dünkt, ich habe an Ort etwas verlegt. Ich sollte den... Aber hätte ich gewusst, dass ich bei einem Feigling Geizanheuer, dann hätte ich mir das nochmal überlegt. Zügelt euch, Mart Wackernagel. Oder wollt ihr Zwiebeln schälen? Ich kann euch sehr gerne Gesellschaft leisten. Wie ist es denn euch ergangen, nachdem ihr von den Elfen verschwunden seid? Wir hatten Überreden oder so gemacht, ne? Nee, wir haben den Sachen gebracht, die er wollte.
genau. Bei den Zwölfen, Tere ist klein. Ich bin hoch erfreut, in euch ein bekanntes Gesicht zu erkennen. Was führt euch hierher? Wie würde sich denn jetzt hier die Geschichte ändern, hier mit Kapitän Hakensang und seiner Mannschaft und so, wenn wir die umgehauen hätten? Ich suche jemanden und muss daher zu Donnerfaust. Kann ich mit eurer Stimme rechnen? Ich sag dir doch, dass wir uns wiedersehen, aber ihr scheint noch immer voller Sorgen. Und ihr seid noch immer gerade heraus. So sagt an, was hat jemand wie ihr an diesem von den Göttern verlassenen Ort zu schaffen? Ihr habt mir zu dem Elfenbausch verholfen. Selbstverständlich helfe ich euch. Allerdings fürchte ich, dass meine Stimme hier bald nicht mehr viel... Ja, ich werde mich beeilen. Warum das? Ihr seid doch Kapitän und im Rat. Ich benötige dringend Handhabe gegen die Person, die meine Führungsqualitäten in Misskredit bringt. Andernfalls wird sich die Mannschaft weigern, mein Schiff in den sicheren Hafen zu steuern. Wo genau ist denn dieser sichere Hafen? Lasst mich raten, euer Obermaß. Er beschuldigt mich offen der persönlichen Bereicherung. Nachdem ich den Auftraggeber der letzten Mission aufgesucht hatte, war der Teil des Gewinns, der meiner Mannschaft gehören sollte, verschwunden. Okay, und das passt ihm gut. Glaubt ihr, dass er der Dieb ist? Urteilt selbst. Gleich dort drüben steht er und frönt den geistigen Getränken. Seine Gegenwart ist reiner Hohn, denn während er mir zuprostet, propagiert er seine Lügen. Vielleicht sollte ich mir diese Lügen einmal anhören und mit einem Umtrunk nachhelfen. Ich vertraue auf eure Diskretion. Natürlich. Seid versichert, dass ihr in einem Trinkgelage mit ihm unterliegen würdet. Es sei denn, ihr spendiert ihm etwas Stärkeres. Bremerfeuer. Bremerfeuer? Ich kann doch einfach den Zwerg schnell hinschicken. Ein guter Hinweis, ich werde mir den Kerl vorknöpfen. Ich unterliegen, das werden wir sehen. Keine Zeit für sowas. Ich danke euch erneut. Eine hilfsbereite Einstellung wie die eure soll nicht unbelohnt bleiben. Na, das will ich doch hoffen. Eure Stimme ist mir Lohn genug, alter Freund. Genauso wie eure Geldbörse. Mich dünkt, ich habe etwas verlegt. Ich sollte den geistigen Getränken abschwören. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Bitte beeilt euch. Ich suche Radomir, den Tavernenkönig. Ist er hier? Och. Was wollt ihr denn von dem? Ein bisschen reden. Er hat Schulden bei Girtasch, die soll ich eintreiben. Verzeihung, aber das möchte ich lieber mit ihm persönlich bereden. Wie ihr wollt. Ich muss dann mal weiter. Ja, ist er denn hier oder nicht? Weißt du denn, wo er steckt? Sein Stammplatz ist eigentlich an der Theke. Aber da ist er gerade nicht. Ich habe nun zu tun, entschuldigt mich. Natürlich, ich hab da aber... Ich bin gerade sehr... Da kann man doch bestimmt noch hier Sachen kaufen. Jedenfalls nicht dieses Bremer Feuergedöns. Na gut. Und Eilefs versunkener Schatz, das ist doch nur ein Märchen. Von Beorn, dem Blender, soll der geraubt sein? Der heißt sicher nicht ohne Grund so. Ja. Wollt ihr noch was? Ich hab mich auch schon gefragt, ob das überhaupt alles stimmt. Diese Geschichte mit Philiasson und den Inseln im Nebel, von denen kein Sinn. Leider ist die Kneipe voll. Da unten habt ihr nichts zu suchen. Hier oben spielt die Musik. Ich sehe aber keine Spielleute. Ups, ich dachte, unten wäre der Abort. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Ihr seid drollig. Wir sind hier keine Schlossherberge. Raus in die Natur, wenn euch diese ruft. Und zwar durch den Vordereingang. Ich verstehe. So viel wie der hustet, muss der doch irgendwann mal vom Deck fallen, denke ich. Aber Fex hat mich nicht erhört. Na, es gibt ja so ein Sprichwort. Da unten habt ihr nichts zu suchen. Verdammt, nicht mal mit Schleichen komme ich da... Mit Schleichen komme ich da lang? Hat der Typ nicht irgendwie gerade Psst gesagt oder so? Da unten nee. Habt ihr nichts zu... Schade, ich dachte, der reagiert nochmal. Die sieht es von da hinten natürlich. Ist klar. Bestell dir ein Bier und lass mich gefälligst in Ruhe. Das werde ich. Ich bräuchte nur ein kleines bisschen Geld dafür. Vielen Dank. Hey, kennen wir uns nicht? Ist so trübes Licht hier. Du bist doch der Elfenversteher, der so viel gequatscht hat, hm? Ganz richtig, wenn du willst. Lass uns zusammen etwas trinken. Was? Ich kenne dich gar nicht. Wirklich dunkel hier. Ich habe nicht gespeichert. Egal. Haben wir das Feuer? Nö, egal.
Du kannst mir doch sicher was auslegen. Weil der Hakensang unseren Anteil unterschlägt, bin ich gerade arm wie König Mycerion. Wieso sollte dein Kapitän so etwas tun? In Ordnung, die Runde geht auf mich. Mein Geldbeutel ist auch leer, vielleicht später. Wieso, weshalb, warum? Dumme Frage. Zu Reichtum will er kommen, weil er außer seinem Stolz nichts geerbt hat. Also hat er sich die Beute wacker unter den Nagel gerissen. Wacker Nagel, ich verstehe. Er behauptet, die Beute sei aus der Bordkiste gestohlen worden. Aber Beweise hat er natürlich keine. Gibst du nun einen aus oder nicht? Später vielleicht. Erstmal schauen, ob ich irgendwie an dieses Zeug rankomme oder dann eben später erst bestellen muss. In der Küche habe ich doch bestimmt was zu suchen. Oder zum Beispiel die Mora. Ne? Wirtin Jadira, ihr habt doch auch noch... Ein neues Gesicht. Schulden. Sag einfach Jadira zu mir und fühl dich frei, jederzeit mit mir zu reden. Alter, ich dachte, das Spiel ist ab 12. Ich suche Radomir, den Tavernenkönig. Ist er hier? Jadira, du bist doch im Kapitänsrat. Dein Name klingt so exotisch. Wo kommst du eigentlich her, Jadira? Was hast du im Angebot? Jetzt gehe ich erstmal. Ich bin eine waschechte Zahori. Meine Leute sind fahrendes Volk mit Feuer im Blut. Deshalb bin ich, als ich jung war, auch kreuz und quer durch das Land gezogen. Ein Sinti und Roma. Wunderbar. Nirgends hielt es mich länger als einen Mond. Und viele Abenteuer habe ich erlebt. Manchmal habe ich als Marketenderin gearbeitet. Und manchmal habe ich gesungen und getanzt. Wollt ihr für mich singen und tanzen? Dann traf ich Rumpo. Anscheinend bin nicht. Ich bin hierher gefolgt. Da der alte Wirt gerade verstorben war, habe ich die Wirtschaft übernommen. Und jetzt spielt hier die Musik, wie ich es mag. Ach, dem Rumpo, dem muss ich auch noch eine Rumsteak ausgeben. Der Tavernenkönig, ne? Ist er da? Radomir? Der versoffene Hund ist bestimmt bald da. Bis dahin kannst du mir ein wenig Gesellschaft geben. Aber liebend gerne doch. Du brauchst meine Stimme, nehme ich mal stark an. Bekommst du auch. Aber erst will ich sehen, ob du nicht zu fein für eine kleine Aufgabe bist. Leute, die nicht anpacken können, kann ich nämlich nicht ausstehen. Das kommt ganz darauf an, wo ich anpacken soll. An eurem wunderschönen, zarten Gesicht vielleicht. Geh zur Schnapsbrennerei außerhalb des Dorfes und frag den faulen Hund dort, wo der Nachschub bleibt. Mach ihm Beine. Bring den Schnaps gleich mit. Wenn du das gemacht hast, gibt's meine Stimme. Aber natürlich, bestimmt bekomme ich da auch dieses Feuer her. Oder hast du Nudelholz? Naja. Das will ich schwören. Schluss, ich diskutiere nicht mit dir. Ja, Devin, sicher. Boah, warum müssen die immer durcheinander quatschen? Bardor Zitterhand. Es gibt Sinn! Es gibt uns eine Siehstleistung! Für einen Dukaten ziehe ich jeden Zahn und nähe jede Wunde zu. Ich verkaufe auch das eine oder andere. Halt mich für einen Dukaten. Nein, ich möchte was kaufen. Was habt ihr denn? Nichts. Wunderbar. Da seid ihr ja wieder. Dann mal los. Wie läuft das Geschäft? Es geht so. Könnte besser gehen, wenn diese Elfe nicht wäre. Alle liebestrunkenen Versager rennen zu ihr hin, wenn sie ein Wehwehchen haben. Aber bestimmt nicht, weil sie was kann. Alles nur billige Gaukelei. Das nennt man Kapitalismus. Was für eine Elfe. Sanraya oder wie die heißt vielleicht. Und was könnt ihr über den Ort erzählen? Netter Ort. Viele Kunden mit Stichverletzungen reißen. Faulen Zähnen, alter Bleib. Wunderbar. Alle die Taschen voll mit Geld. Der Handel scheint zu florieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn nur diese Elfe nicht... Elende Spitzohren! Aber sicher. Ich darf mich doch mal bedienen hier! Danke! Auch viel zu harmlos, das Ganze! Wird gemacht. Boah, Alter. Da unten habt ihr nichts zu suchen. Was? Hier oben spielt die Musik. Ich will bei ihr Taschendiebstahl machen. Ihr wisst ja, wo normalerweise Taschen und so angebracht sind, wo man Sachen rausklauen kann. Und die hier unten habt ihr nichts zu suchen. Bitte? Hä? Was machen die denn? Warte. Kommt doch mal bitte alle mit.
noch ein Bier. Da unten Alter. Habt ihr nichts zu suchen. Zahl dein altes Jakon, bevor du noch was bestellst. Ich dachte schon, ich komme jetzt nicht mehr raus. Der Fisch war alt. Aha. Wenn ich dran denke, dass Hackensang so viel Anteil unterschlägt, weißt du, was ich dann mache? Dann stelle ich mir einfach vor, wie er versucht, sich mit seinem Haken die Hose zu finden. Ja. Sag mal, Zitterhand, wann zahlst du eigentlich deine Miete? Bald, versprochen. Du weißt ja, die Elfe, die nimmt mir alle Kunden weg. Ich kann deine Ausflüchte nicht mehr hören. So wenn du nicht so grob mit den Leuten wärst, hättest du Kunden. Also, Yadira, ich... Das ist ja so ein Sprichwort. Ich geh kurz runter. Der große Krug ist schon wieder leer. Ah. Bis gleich, Yadira. Du warst doch vorhin erst unten. Was machst du denn da andauernd? Ah ja, Hauptsache die Jungs saufen ordentlich. Aha. Na, da gehe ich mal. Ganz kurz hinter. Hinterher. Gehe ich da hinterher? Ich probiere hinterher zu gehen, aber. Das mache ich am Ende, in der nächsten Folge. Ich wollte das eigentlich, jetzt noch schnell machen. Beziehungsweise in der Folge noch mit denen hier quatschen und so. Aber. Da das dann wahrscheinlich ein bisschen lange dauern wird, weil die ja langsam läuft und so, und wir schon wieder Folgenende, also Folgenzeit voll haben, beende ich hier einfach die Aufnahme und mach's dann in der nächsten Folge. Und dann quatschen wir auch mit den ganzen Leuten hier und kriegen hoffentlich mal ein paar Informationen. Vor allem was Mora angeht und so weiter, ne? Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich frage mich, wo ich diesen Schnaps herkrieg, um mit dem Mar zu saufen. Kann sein, dass man den einfach bestellen kann, wenn man die Runde ausgibt. Ansonsten dann wahrscheinlich in dieser Schnapsbrennerei. In diesem Sinne wünsche ich euch, oder ich gucke einfach in der Questliste nach. Das soll ja auch funktionieren angeblich. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann. Wir sind ja schließlich im Wirtshaus, da gibt es bestimmt was zu essen. Bis dann.